Ja, hier mal ein kleiner Eindruck von meinem Zelt, Inneren. Erste Nacht. Und gesehen, davon, dass, ja, wie Martin gesagt hat, die Isomatte wirklich nicht mehr so der Brüller ist, ist es eigentlich ganz gemütlich. Ich hatte ja ursprünglich meine 10 cm Isomatte, aber die war vom Packmaß her, da war ich mir absolut nicht sicher, ob die hier reinpasst. Reingepasst hätte es natürlich. Ich meine natürlich aufs Fahrrad passt. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt von Martin die ausgeliehen. Die ist aber wirklich nicht so toll. Ich glaube, nächstes Mal werde ich es dann doch mit meiner versuchen. Tja, nachher ist man immer schlauer. Ansonsten, ich habe mal das Überzelt doch drüber geworfen, weil hat sich doch so ein bisschen zugezogen. Ich hoffe ja nicht, dass es regnen wird, weil es einfach immer ätzend ist, so nasse Klamotten einzupacken. Und dann ist natürlich auch alles nass. Und, muss nicht sein. Naja, wird man sehen. Falls es regnet, bin ich auf jeden Fall geschützt. Hier ist das Überzelt noch umgeschlagen, damit ein bisschen Luft reinkommt. Wenn ich pennen gehe, wird sich das aber auch ändern. Aber jetzt wird erstmal noch eine Runde gelesen. Ja, die Aussicht nach draußen kennt man ja schon vom ersten Video. Alles sehr schön. Bin mal gespannt, wann ich, ja, pennen gehe. Müde genug dafür bin. Habe gerade schon 3 Stunden gepennt, was einfach bitter nötig war, weil ich einfach genervt war und einfach K.O. Wie gesagt, die Nacht im Bus war echt unterirdisch. Na gut, das soll es dann gewesen sein. Ich melde mich morgen wieder.